funcionar. Está ligado o seu, mister? Canal 1. Hã? Está ligado? Está não, está. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à conferência de imprensa. Schönen guten Tag. Wir beginnen jetzt mit der PK von Benfica Lissabon, mit Rui Vitória und mit Samaris. Bitte um das Mikrofon bitten, bevor Sie Fragen stellen. Wir beginnen mit den Fragen an den Spieler und im Anschluss an den Trainer. Jeder darf natürlich Fragen stellen und jeder sollte eine Frage maximal stellen, damit auch jeder die Gelegenheit hat, mehrere Fragen zu stellen. Guten Tag. Borussia Dortmund hat in der Vergangenheit immer gegen solche Mannschaften gewonnen. Sind Sie bereit, Geschichte zu schreiben in Deutschland? Ja, guten Tag. Das war mir bislang nicht bekannt. Wir müssen natürlich von Spiel zu Spiel schauen. Wir schauen jetzt nicht auf die Historie. Wir versuchen aber, Geschichte zu schreiben hier in Dortmund. Und es wäre schön, wenn uns das gelingen würde. Für uns geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen, in die nächste Runde einzuziehen. Und wir gehen optimistisch in das Spiel und blicken nach vorne. Guten Tag vom portugiesischen Sender TVI. Samaris, ausgehend von der Offensivstärke von Dortmund, sind Sie besorgt, was das morgige Spiel angeht? Ja, wir wissen, dass Dortmund eine sehr starke Offensivmannschaft ist. Wir sind natürlich immer besorgt, wenn wir in eine solche Begegnung gehen. Wir respektieren natürlich auch jeden Gegner und morgen werden wir auch Dortmund respektieren. Wir haben keine Angst vor Dortmund, aber wir respektieren die Mannschaft. Wir wissen, dass sie offensiv stark ist. Bruno Andrade von der Zeitung O Jogo. Sie haben gesagt, dass Mitroglou der wichtigste Torschütze Griechenlands ist. Jetzt frage ich, ist er vielleicht auch der beste Torjäger Benficas? Ja, wir haben 28 Spieler und das sind alle für mich die wichtigsten Spieler von Benfica, weil jeder hat seine Aufgabe, die er erfüllen muss auf dem Platz. Und alle 28 Spieler geben alles für die Mannschaft, für den Verein. Insofern sind alle 28 Spieler für mich die besten Spieler dieser Mannschaft. Guten Tag, Wanda Cyprian von der Zeitung Record. Der Präsident Philipp Vera hat schon einige Male betont, dass er gerne die Champions League gewinnen würde. Wird es vielleicht dieses Mal gelingen, dieses Jahr? Ja, unser Ziel ist klar. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen. Wir wollen diese Phase auch überstehen und wollen natürlich in das Viertelfinale einziehen. Wir sind optimistisch, wir sind ehrgeizig und das ist auch der Grund, weshalb wir hier sind, weshalb wir Champions League spielen, weshalb wir überhaupt Fußball spielen. Wir alle wollen diesen Titel irgendwann holen, wissen natürlich aber auch, dass wir hier unsere beste Leistung abrufen müssen, dass wir mehr zeigen müssen, als wir vielleicht auch im Hinspiel gezeigt haben, um diese Partie zu gewinnen. Und ja, das ist der Ehrgeiz sämtlicher Spieler. Ich denke, es ist möglich, aber weiß auch um die Schwierigkeit hier in Dortmund zu bestehen. Und das wird eine schwierige Begegnung für uns werden. Fernando Urban von der Zeitung Abauer. Feser hat zuletzt nicht gespielt, dadurch durften Sie regelmäßig spielen. Brauchen Sie vielleicht auch mehrere Spiele, um wieder in Topform zu kommen oder sind Sie inzwischen bereits in Topform? Nein, ich bin einfach gut drauf, also ich bin in Form. Klar, mit zunehmender Spielpraxis wird man besser. Ich trainiere aber auch täglich mit der Mannschaft und kann mich insofern auch verbessern. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ich dann die nötige Präsenz auf dem Platz zeige und über 90 Minuten bzw. auch mehr alles abrufen kann. Ich fühle mich wohl, fühle mich gut derzeit und wenn ich aufgestellt werde, werde ich alles Mögliche für meine Mannschaft geben, damit wir gewinnen. Guten Tag, Samaris, Gonzalo
Pedro Castro und Thomas Tuchel haben viel über das Hinspiel gesprochen, haben gesagt, dass Dortmund überlegen war. Meine Frage nun an Sie, was für Rückschlüsse haben Sie aus diesem Hinspiel gezogen und welche Lehren haben Sie gezogen für dieses Rückspiel hier in Dortmund? Ja, wir haben das Hinspiel natürlich analysiert und haben festgestellt, dass wir einige Fehler begangen haben, die wir normalerweise nicht begehen. Das hat dann natürlich dazu geführt, dass wir dann auch läuferisch unterlegen waren. Und wir werden jetzt auch nicht mehr zulassen, dass Dortmund das gleiche Spiel aufzieht wie im Hinspiel in Portugal. Guten Tag, Rui Vitória. Glauben Sie, dass beide Mannschaften eine unterschiedliche Taktik haben für das Rückspiel oder glauben Sie, dass mehr oder weniger die gleiche taktische Aufstellung uns erwartet? Ja, guten Tag. Zunächst einmal, wir kennen uns jetzt natürlich besser nach dem Hinspiel. Beide Mannschaften hatten ja bereits die Gelegenheit, gegeneinander zu spielen vor einigen Tagen. Natürlich wird das auch Auswirkungen haben, unter Umständen auf die neue taktische Ausrichtung im Rückspiel. Zunächst stand es 0-0, jetzt liegen wir 1-0 in vorne und ich denke, dass das natürlich gewisse Auswirkungen auf die Taktik haben wird. Aber klar, der Schiedsrichter pfeift ein Spiel an und wir wissen nicht, wie dieses Spiel enden wird. Dieses Spiel entwickelt sich im Laufe der 90 Minuten. Ich kann nur sagen, dass wir vorbereitet sind für die verschiedenen Momente dieses Spiels. Wir sind vorbereitet auf ein schwieriges Spiel gegen eine starke Mannschaft, aber wir wissen auch, dass wir alles geben können und müssen, um dann in die nächste Runde einzuziehen. João Miguel Nunes vom Sinn der RTP 3. Sie haben über das Hinspiel gesprochen. Benfica hat jetzt einen Vorteil. Gehen Sie vorsichtig in die Begegnung, setzen Sie auf Gegenangriffe. Ja, ich habe bereits die Taktiken angesprochen. Wie gesagt, es gibt ein Ergebnis aus dem Hinspiel. Es steht 1-0 sozusagen. Also wir liegen mit einem Tor in Führung. Wir wissen ganz genau, wenn wir hier einen Treffer erzielen, dann hat das Auswirkungen durch den Auswärtstreffer. Wir wissen ganz genau, dass Dortmund zu Hause spielt, vor ausverkauftem Haus, dass es eine offensiv starke Mannschaft ist, die uns besiegen will. Aber wir sind vorbereitet. Und gut, taktisch ist das vielleicht etwas anders als im Hinspiel. Wir müssen hochkonzentriert in diese Begegnung gehen. Das ist von größter Bedeutung. Wir müssen auch offensiv unsere Stärken auf dem Platz entfalten. Wir sind vorbereitet, genauso die Offensive der Dortmunder einzudämmen und durch Gegenangriffe zum Beispiel auch zum Erfolg zu kommen. Wir wissen, es ist ein starker Gegner, aber das sind diese Gegner, die wir haben wollen. Das sind die Spiele, von denen wir alle träumen. Das sind die Spiele, die wir spielen wollen in der Champions League. Das sind die Spiele, die sämtliche Mannschaften in Europa bestreiten wollen, auf diese Art und Weise. Und wir wollen jetzt natürlich noch mehr. Eine Frage von Fox Deportes auf Spanisch. Ich wollte nach Raúl Jiménez fragen, der normalerweise nicht in der Startelf steht, ob es die Möglichkeit gibt, dass er reinkommt, beziehungsweise was passieren müsste, inwiefern er sich verbessern müsste, damit er vielleicht irgendwann mal wirklich in die Startformation dauerhaft rückt. Ja, Raúl Jiménez begann die Saison stark, dann gab es einige Verletzungen, die dann dazu geführt haben, dass er zurückgeworfen wurde. Es lief sehr gut bei ihm. Ich dachte irgendwie, die Saison würde positiv verlaufen. Es gab dann einige Nationalmannschaftseinsätze und wie gesagt auch die Verletzungen, die ihn zurückgeworfen haben. Aber wir sprechen hier von einem Spieler, der sehr zuversichtlich, sehr optimistisch ist. Und nichtsdestotrotz haben wir Mitroglou, wir haben Jornas in dieser Position. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Und es ist immer schwer, an diesen beiden Spielern vorbeizukommen.
Er braucht natürlich eine Gelegenheit, irgendwann dauerhaft zu spielen. Wenn er erstmal diese Gelegenheit hat, dann entwickelt er sich kontinuierlich weiter. Aber dafür muss er natürlich genauso wie die anderen Spieler, die anderen 28 Spieler im Kader, regelmäßige Einsätze haben. Aber wie gesagt, das ist ein Spieler, der fokussiert ist, ein Spieler, der auch in der Mannschaft anerkannt wird, ein Spieler, der auch immer alles abruft, wenn er auf dem Platz steht und Tore schießt. Oliver Nimes für CNTV. Es wurde bereits gesagt, dass Benfica genau weiß, was es machen muss. Glauben Sie, dass Sie morgen auf Augenhöhe spielen können und nicht so sehr verteidigen müssen? Ja, natürlich wollen wir auf Augenhöhe gegen Dortmund spielen. Das ist immer unser Ziel, wenn wir gegen eine Mannschaft in Europa spielen. Aber unabhängig davon, ob das jetzt Dortmund ist oder eine andere Mannschaft, wir wollen immer gewinnen. Gut, jetzt müssen wir schauen, wie wir das schaffen. Wir wissen ganz genau, dass das hier in Dortmund sehr schwierig sein wird. Wir wissen ganz genau, dass das eine Mannschaft ist, die uns defensiv fordern wird. Wir wissen, dass wir konzentriert in diese Begegnung gehen müssen. Aber das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir hier nicht gewinnen wollen. Weil wenn wir die Möglichkeit haben, Tore zu schießen, dann wollen wir diese natürlich erzielen und wollen hier mit einem Sieg nach Hause fahren. Nach Möglichkeit. Es kommt morgen vor allem darauf an, wie wir die Angriffe setzen, wie wir in die Begegnung gehen. Und wir sollten jetzt nicht zu sehr, sagen wir mal, dieses Spiel auseinanderpflücken. Wir werden einfach morgen sehen, was uns erwartet. Und dann schauen wir, ob wir vielleicht tiefer stehen, ob wir vielleicht höher stehen. Wir schauen, ob wir eher Konter fahren oder wie wir uns positionieren in dieser Begegnung. Aber wir werden unsere Gelegenheiten haben. Wir werden den Ball hin und wieder bekommen, um einen Angriff fahren zu können gegen Dortmund. Das ist klar. Rui Vitória, guten Tag. Sie haben vor kurzem gesagt, dass die Gegner, die beiden Mannschaften, sich jetzt besser kennen. Sporting hat ja vor geraumer Zeit hier bereits in Dortmund gespielt, vor 2,5 Monaten ungefähr. Haben Sie das Spiel analysiert? Ich analysiere im Prinzip jedes Spiel, nicht nur das Spiel von Sporting. Es gibt auch Spiele, die ich analysiere, die, sagen wir mal, ähnlich verlaufen sind in der Vergangenheit. Also ich analysiere verschiedene Spiele, um die Begegnung vorzubereiten. Ich möchte aber nicht so weit zurückgehen in der Zeit, da dieses Spiel ja jetzt auch schon wieder 2,5 Monate zurückliegt. Vor 3 Wochen gab es eine neue Geschichte, die geschrieben wurde. Wir haben jetzt ein konkretes Ergebnis. Wir haben den einen oder anderen Spieler, der verletzt ist. Wir haben einen Gegner, der damals eine bestimmte Taktik gespielt hat, jetzt vielleicht ein anderes System hat. Ein System, das von wenigen Mannschaften in Europa genutzt wird. Insofern will ich jetzt nicht so sehr über dieses Spiel sprechen. Ich will über das letzte Spiel sprechen. Ich will über das Spiel sprechen von Dortmund gegen Benfica. Und es gibt natürlich gewisse Einzelheiten. Wir haben die Spiele analysiert, wir haben mit den Spielern gesprochen und wir wissen, dass wir natürlich gewisse taktische Umstellungen vornehmen müssen, um unsere Strategie für dieses Rückspiel anzupassen und zu verbessern. Sporting hat hier vor 2,5 Monaten gespielt. Wir haben dieses Spiel, wie gesagt, analysiert, aber jetzt nicht tiefgehend analysiert. Miguel Guerreiro von SIC, dem portugiesischen TV-Sender. Es wurde sehr oft gesagt, dass Benfica im Hinspiel Glück hatte mit diesem Ergebnis. Heißt das jetzt, dass Sie optimistisch in diese Begegnung gehen? Oder wollen Sie zeigen, dass Sie tatsächlich diese Spiele gewinnen können? Ja, wir haben 1-0 gewonnen. Ja, einige Dinge waren natürlich verbesserungswürdig. Ich will jetzt aber auch nicht sehr ins Detail gehen. Viele Dinge haben wir gut gemacht. Das war jetzt auch nicht irgendeine Mannschaft. Wir haben gewonnen 1-0. Und wenn wir einige Dinge verbessern, dann können wir auch für mehr Gefahr sorgen hier in Dortmund. Es gab aber auch viele Spiele in der Vergangenheit, wo wir sehr viele Torgelegenheiten hatten, im Endeffekt nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, wir haben 17 Spiele bestritten seit dem vergangenen Jahr bis jetzt in der Champions League, haben 8 Siege eingefahren. Und ich glaube, in 5 Spielen haben wir keinerlei Punkte geholt. Insofern müssen wir auch diese positiven Aspekte sehen. Und klar, ich akzeptiere sämtliche Kommentare, aber morgen ist das ein komplett neues Spiel.
komplett neue Realität. Wir sind bestens vorbereitet und werden auch die Spieler so gut wie es geht vorbereitet, um morgen ein positives Ergebnis aus dieser Partie zu holen. Guten Tag, Rui Vitória, Felipe Oliveira mein Name. Luís Filipe Vieira, der Präsident von Benfica, hat in der Vergangenheit mehrfach gesagt, dass er einen europäischen Wettbewerb gewinnen will. Natürlich müssen sie konzentriert auftreten, brauchen aber auch ein gewisses Losglück. Glauben Sie, dass Benfica nur vom Glück abhängig ist oder vielleicht auch die Gelegenheit hat, wirklich ins Finale in Cardiff einzuziehen dieses Jahr? Wir brauchen alle Glück, um ins Endspiel einzuziehen. Sämtliche Mannschaften brauchen Glück, also Losglück, die aktuelle Form der Gegner, die eigene Form, vielleicht ist auch ein Spieler des Gegners verletzt, ein entscheidender Spieler. Das ist alles entscheidend. Und dann brauchen wir natürlich aber auch Stärke, wir brauchen auch eine gewisse finanzielle Stärke, um so weit zu kommen in der Champions League. Klar, nicht nur die finanziellen Mittel zählen, aber sie helfen. Wenn wir jetzt Spieler haben, die gut sind und diese Spieler weggekauft werden, dann führt das natürlich dazu, dass diese anderen Mannschaften stärker werden und wir an Potenzial verlieren. Wenn wir nicht die erforderlichen finanziellen Mittel haben, dann müssen wir natürlich dahingehend uns verbessern, dass unser Trainerstab stärker wird, dass wir die Jugendarbeit fördern und dass wir die Talente auf dem europäischen Markt finden und diese dann entsprechend auch weiterentwickeln, um sie vielleicht auch teuer zu verkaufen. Ja, das ist im Prinzip unsere Zielsetzung. Natürlich wollen wir irgendwann die Champions League gewinnen, aber ich weiß nicht, wann das der Fall sein wird. Wir müssen immer schauen, dass wir auch stabil sind, dass wir eine gewisse Kontinuität bei den Spielern haben, dass wir auch eine gute Altersmischung haben in der Mannschaft. Es sind also verschiedene Kriterien, die es gibt, um die Champions League zu gewinnen. Das kann einige Zeit dauern, aber wir sind geduldig. Guten Tag, Claudia Lopsch für TVI. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel hat über die Stimmung hier gesprochen. Er hat gesagt, dass er die positive Stimmung hier in Dortmund nutzen will, dass er von Anfang an auf Angriff setzt, auf Offensivpower. Und ja, meine Frage ist jetzt, ob Benfica es schaffen wird, überhaupt diese erste Angriffswelle zu überstehen und ob dann vielleicht die Uhr dann für Benfica spricht. Ja, ich will jetzt nicht auf das zu sprechen kommen, was Thomas Tuchel gesagt hat. Ich will vielmehr vielleicht über die Stimmung hier in Dortmund sprechen und nicht über die taktische Marschroute von Thomas Tuchel. Nun, wie gesagt, die Stimmung, die ist hier bombastisch, das ist klar, das ist etwas, was auch wir mögen. Wir spielen hier gerne und wir haben so eine ähnliche Stimmung natürlich auch in Lissabon im Stadion des Lichts. Das heißt, es ist für uns etwas völlig Normales, dass wir vor so einer Kulisse spielen. Wir spielen jetzt auf diesem Niveau bereits seit vielen Jahren. Ich habe Spieler, die bereits in der Vergangenheit bei großen Clubs gespielt haben, auch in der Nationalmannschaft. Insofern sind sie auch an diese Kulisse gewohnt. Natürlich will eine Heimmannschaft auf die Offensive setzen. Sie will zeigen, dass sie der Herr im Haus ist. Und ja, wir sind bereit. Wir werden unsere Antwort darauf bringen und werden dann auch unser Potenzial abrufen. Klar, aber wie ich bereits gesagt habe, der Schiedsrichter pfeift das Spiel an. Manchmal fliegt der Torwart bereits nach 3 oder 4 Minuten vom Platz und dann haben wir eine völlig neue Geschichte. Eine letzte Frage. Fernando Urban von Abaula. Ich weiß nicht, ob ich oder wir bereits diese Frage gestellt hatte. Einige Trainer spielen ganz gerne zuerst zu Hause, andere spielen ganz gerne zuerst auswärts. Fernando Sanz, der Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, der hat ja gesagt, dass er ganz gerne erstmal auswärts antritt. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich habe da keinerlei Präferenzen. Im Endeffekt, klar, wenn wir hier auch ein
1-0 haben, dann haben wir eine Verlängerung. Wir haben dann eine Verlängerung beim Gegner. Das hat vielleicht Auswirkungen. Aber wichtig ist, dass man zu Hause keine Tore kassiert. Dann können wir beruhigter in das Auswärtsspiel gehen. Ist natürlich auch schön, wenn man dann im Rückspiel zu Hause antritt, vor eigener Kulisse. Aber ja, ich habe im Grunde da keine großartigen Präferenzen, ob zuerst zu Hause oder zuerst auswärts, weil ich sowohl schon zu Hause als auch auswärts verloren bzw. gewonnen habe. Gut, vielen Dank und bis morgen.